Hallo und herzlich willkommen zu einem Video von mir. Und zwar bin ich jetzt gerade dabei, Karten zu basteln. Und da wollte ich euch jetzt mal mitnehmen. Genau. Und da ich ja beim letzten Video, also bei dem Action Haul, ja auch vergessen habe, die Verpackungen zu zeigen, ja. Ich weiß auch nicht wieso, keine Ahnung. Werde ich aber gleich dann auch noch nachholen. Genau. Aber wir fangen jetzt erstmal mit den Karten an. Zwei Stück habe ich vorbereitet, die ich machen will. Genau. Und zwar aus dem neuen Block, den ich gestern beim Action Hall gezeigt habe. Da habe ich mir ein paar Sachen rausgesucht. Und das machen wir jetzt. So, ich habe aber auch festgestellt, bei den Verpackungen, dass der Kleber von Action nichts taugt. Nach meiner Meinung. Wie ihr dazu findet, weiß ich ja nicht. Könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Aber nach meiner Meinung ist der Kleber nur taugbar für Karten oder so, oder vielleicht auch für Alben. Aber jetzt für Verpackungen, das hält nicht. Nicht wirklich. Karten ist ja okay, ja. Ich habe mir jetzt einen anderen bestellt. Auch Peggy Clue, aber die amerikanische Version. Mal gucken, wie der ist. Schaue ich ein Bild. Vielleicht noch ein bisschen Licht. Stecken wir so ist besser, oder? Dann kommt das hier drauf. Jo, ne? Könnt mir auch mal gerne in die Kommentare schreiben, wozu ihr Bock habt, mal zu sehen. Also, was für Videos. Mitte noch eins. Und ich habe mir vorgestellt, demnächst mal wieder eine Verlosung zu machen. Hätte ich mal Bock für. Ja. So.
So, ne. Ich glaube, ich bin richtig mit Bild, oder? Ja, das ist so klappen. So. Jetzt kommt die Deko drauf. Dann nehme ich den hier. Da wollte ich, glaube ich, für dahin. Welchen da nochmal hinmachen? Ich weiß es gar nicht mehr. Das wollte ich, glaube ich, so hinmachen. Ja, genau. Ja, und so. So, klar. Dieses. Und dann machen wir die Schleife noch drauf. Ein bisschen festhalten. So, ich glaube, das war es jetzt, oder? Ich mach hier noch so kleine Punkte drauf. Wo habe ich mein Dingensbummens? Den haben wir hier. Die passen nämlich ganz gut dazu, finde ich. Aus hier. Einen Augenblick. So, genau. Dann haben wir hier noch eins. Da noch eins. Dann noch eins. Der will nicht. Na.
So. Trashtag, oder? Oder? Oder nicht? Hm? Ja, sieht gut aus. So, oder da hätte man schon mal die erste Karte. So. Dann kommen wir mit der nächsten. Und zwar habe ich mir da den Sonnenschein rausgesucht und die neue Stanze, die hatte ich mir vor einer Woche oder so bestellt. Apropos, die eine Stanze, die ich euch gezeigt habe, die hier mit Happy Birthday, könnt ihr vergessen, weil der Rand wird nicht ausgestanzt. Warum auch immer. Ich habe das jetzt zwei, dreimal probiert, geht nicht. Also, Fail. Also manche Stanzen funktionieren ganz gut bei Shein, aber auch nicht alle, ne? Naja. Aber was will man erwarten? So. Ne, das mache ich jetzt so. Oder? Oder so. Hä? Keine Ahnung. Nee. Mach das so. Okay. Ja, komm, ich mach das so. So, machen wir jetzt das hier mit dem Schirm. Lass mal den Stiel. Tut das jetzt so? Nee. Passt, wackelt und hat Luft, wie meine Mutter immer gesagt hat. Und so. Hier drauf.
Happy Birthday. So, gell? Was habe ich denn dafür vorbereitet? Das schluckt gar nichts, gell? Oder? Ich weiß gar nicht. Das ist ja interessant. Ja, da könntest du eine Puppe noch einmal. So. Hm? Ja. Das können wir machen. Aber das mache ich, ich klebe das jetzt erstmal auf die Karte. Und dann kleben wir das da drauf. Ein bisschen lang. Nein. Du kommst jetzt dahin. Ja, das reicht. Nicht wahr? Den Rest noch da drauf machen. So, ja. Passt. So, jetzt haben wir noch die Blume. Ein paar Glitzersteinchen und dann ist die Karte auch fertig. Etwa. Ah. Ja. Jetzt mache ich hier noch ein paar Steinchen drauf. Gucken, was ich für welche hole. Die hier nämlich. Oder? Ja. Und jetzt auch die anderen holen, die ich gekauft habe. Ah, nee. Nee, ich wollte die hier.
So. Reicht. Reicht. So. So, ihr Lieben. Die zwei Karten sind jetzt fertig. Nochmal zum Angucken. Die eine, dann die andere. Die werden übrigens auch demnächst in den Shop landen. So, die zwei. So, jetzt zeige ich euch die Verpackungen. Und zwar Kugelschreiber Verpackungen. Einmal die hier. Na? Dann ein bisschen herbstlich. Habe ich die hier gemacht. Habe ich hier extra noch so einen Button drauf geklebt, dass das handgemacht ist, also handmade. Ja. So, dann wieder was Herzliches mit Sonnenblumen. Und dann mehr so Vintage-mäßig, würde ich jetzt sagen. Keine Ahnung. So Herbst-Vintage, keine Ahnung. Passt irgendwie nicht zusammen, gell? Ja. Eigentlich. Ja. So, ihr Lieben, das war's. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben. Über Kommentare freue ich mich immer. Und über ein Abo natürlich auch. Und bis zum nächsten Video.